Heute werden wir erfahren, ob die Lara mit all unseren... Heute werden wir erfahren, ob die Lara mit all unseren Skandalen klarkommt oder ob sie uns danach blockiert und wir nie wieder etwas von ihr hören werden. Wir zeigen ihr nämlich die 400 Euro OnlyFans-Geschichte und naja, ich kann euch sagen, mit der Reaktion hätte ich nicht gerechnet. Wenn ihr mehr die Lara-Content haben wollt, lasst gerne einen Like da, schreibt in die Kommentare, was wir noch so machen können zusammen und viel Spaß, yalla! Warte, ist das die Ding-OF-Story von heute? Nein. Ach so, okay, ich dachte schon. Was für eine OF-Story? Du hast von irgendjemandem doch, Okay. Nein, das war for real. Warte, das war laut Zitat, das war für Content. Mann, das war's. Ich werde das Geld, diese 400 Euro, werde ich von der Steuer absetzen. 400 Euro? Die werde ich... Was ist? Ich weiß es ja gar nicht. 400 Euro hat er gezahlt. Ja, aber für Content. Es war wirklich. Oh mein Gott. Ich muss das immer erklären. Ey, das war wirklich für die Wissenschaft, für den Content. Ich werde das Geld. Nein, ohne Scheiß. Ich werde das hundertprozentig von der Steuer absetzen, weil es wirklich ausschließlich für YouTube gedacht war, für den Stream, um das erlebt zu haben und sowas. Alles, was ich da so geschickt bekommen habe, habe ich nicht einmal angeguckt, außer eben zum Gucken, ob das sozusagen das ist, was es sein sollte. Und weil der Clou war, diese OF-Geschichte, war halt purer Scam. Und das ist ja auch das Resultat gewesen, dass es halt alles Bullshit war. Also ich habe für... Auf einmal so nervös. Ich... Das liegt daran, dass ich diese Diskussion schon 2 Wochen führe und immer dieser Schur-Spam kommt und ich das nicht kann. Und ich mir jedes Mal denke, ich muss das halt immer erklären. Sagen wir mal, 38 Bilder zum Beispiel wären da so inkludiert gewesen. Dann ist die Lösung gewesen, dass aber 38 Mal dasselbe Foto es war. Okay. Und das war halt so. Es waren 38 Mal quasi dasselbe Foto und das war uns aber klar. Wir haben das halt deswegen extra so für eben die in Wissenschaft gemacht, um zu zeigen, wie crazy Scam das ist. Ja. Und wie stellst du dir das vor, dass du das von der Steuer absetzt? Ich hab da mit vielen Leuten drüber gequatscht, die haben gesagt, das sind Ausgaben, die du wirklich von der Steuer absetzen kannst, weil das daraus eben, wir können ja dann sozusagen halt einfach auch Links hinzufügen, was wir daraus gemacht haben. Also eben, wir haben halt dazu ein Video gemacht mäßig. Hier, das hier. Ich habe 400 Euro für OnlyFans ausgegeben. Weniger Klicks als dein Video. Und du hast wahrscheinlich für dein Video keine 400 Euro ausgegeben, ich weiß. Gutes Recht. Aber hat 90.000 Klicks auf YouTube. Geh mal bitte auf das, ich muss das, lass uns mal das Video angucken. Das ist sicher? Ja. Okay. Komm, wir machen eine Live-Reaction auf dein Video. Okay, dann machen wir das. Aber nicht komischer nachfinden, oder? Soll ich mich wieder muten und dann erst so eine Minute später? Nein, das musst du nicht mehr machen, aber... Okay, let's go, ich bin ready. Okay, dann... Ja, okay, wir gucken rein. Also, okay, gut. Ich habe 400 Euro für OnlyFans ausgegeben. Was ursprünglich als Hobby angefangen hatte, wurde am Ende echter Journalismus. Journalismus mit Brüsten. Ihr werdet nicht glauben, was am Ende passiert ist. Schaut das Video an und entscheidet selbst, ob es sich gelohnt hat. Also... Das ist Kevin, das ist mein guter Freund, aber Platte. Ich liegen will. Aber ja, den Kevin wurde jetzt auf OnlyFans gescampt und hat jetzt quasi da ein Video nicht erhalten, was er halt haben wollte. Ja. Und jetzt hat er mich gefragt, ob ich es inzwischen bekommen habe. Komm auf Ernst. Weil ich gestern auf Joke gesagt habe, dass ich danach suchen werde, Bro. Also dazu muss man sagen, Kevin hat ja auch den Haken bei Instagram früher gehabt. Deswegen habe ich mich bei vielen Sachen immer bei Kevin gemeldet und mir war dann klar, der Haken bei Instagram hat eine größere Macht einfach. Deswegen ist es ein bisschen längere Geschichte eigentlich so. Aber ja, ich mach weiter. Sorry. Mach weiter, okay. War das so? Ja. Aber ich hab's nicht. Wollen wir zusammenlegen? Ja, stimmt, das hat er auch geschrieben. Er hat geschrieben, ob wir zusammenlegen wollen, um uns das Video zu kaufen. Bro! Es war für die Wissenschaft. Ja. Aber hast du zufällig das Video bekommen oder zusammenlegen? Haha. Digga, das der ist. Haha, Bro. Aber du hast ja nicht Ja oder Nein gesagt, ne? Deswegen habe ich keine ganze Hoffnung jetzt. Oh, man. Okay, Chris. Er hat dann Ja gesagt, so, oder? Oder hast du die selber bezahlt? Weiß ich nicht. Du hast die selber bezahlt? Ja, aber ich habe ja auch währenddessen gestreamt. Dann ist ja sozusagen, das war ja wie so ein GoFundMe-Ding, weißt du, so, dass sozusagen so gecrowdfunded wurde, mäßig, kann man fast schon sagen. Es war ja, wie gesagt, für die Wissenschaft. Das war voll in Ordnung. Und da auf den Tisch legen, um das zu bekommen. Boah, ich glaube, ich würde sagen 75 Euro.
Hat Papa Platte nicht sowieso eine Freundin? Ist sie dann nicht böse, wenn ihr zusammenlegt für OnlyFans? Nein, weil sie weiß ja auch, dass es nur für Content. Das ist ja also nur. Ich wäre sauer. Auch wenn es nur für Content ist? Yes. Na, ich ja auch nämlich. Also, na klar. Nein. Wenn wir Hälfte-Hälfte machen, müsste jeder von uns $100. What? Und dann wird es dir verkauft $100. Mit einem Rabatt. Also ich glaube, du zahlst das, dass du dann erst sozusagen das kaufen kannst. Bro, what the fuck? Ist das ein Nein gewesen von dir jetzt? Also, mein Stieg ist auch schon vorher nein. Ich würde sie zusammenlegen, bei OnlyFans irgendwie reinzushoppen. Aber was ist, wenn es ein Experiment ist? Also so YouTube-Video-mäßig, so Tomato-Link, Selbstexperiment. Ja! Ich habe Videos guck, auf hast du? Gekauft, Selbstexperiment. Mhm. Da können wir es steuerlich geltend machen. Guck! Ja! Bro, fucking smart, holy shit. Oh, vielleicht machen wir sie dann, aber ficken wir sie damit, weil sie es vielleicht nicht angibt bei der Steuer, weißt du? Ah, ja, maybe. Aber ich glaube, sie ist zu famous und macht zu viel Money, um das an der Steuer vorbeizuschleusen. Was sie jetzt geschrieben, ich soll PayPal-Freundesüberweisung machen. Das war Gag. Ich dachte halt, gut, sie meint, dass wir jetzt halt befreundet sind vom Ding, aber ich glaube, war es noch nicht, oder? Nee, ich glaube nicht, Bruder. Ist Marshall feiner mit dir, das ist ja einfach Porn. Okay, darf ich sie fragen? Schau, hast du gehört? Ja, okay, true. Stimmt schon. Tier? Macht eigentlich keinen Unterschied. Auf gar keinen Fall. Ja, aber es war eh nur toll, glaube ich. Das war wirklich, wirklich. Jetzt, niemand glaubt mir das, aber es war halt wirklich nur Troll alles. Oh, das glaubt halt eh niemand. Aber du musst es mir zumindest glauben, okay? Wenn ich dir sage, ich verspreche es dir wirklich, dass das einfach nur Troll war, dann musst du es auch wirklich glauben. Oder? Ja. Ja, cool. Ist ja auch nicht schlimm. Selbst wenn nicht, ist ja nicht schlimm. Ja, aber trotzdem war es. Muss man sich ja nicht schämen. Nee, das tue ich ja auch nicht, aber ich hasse es, dass mir das immer so vorgeworfen wird. Und wir fragen doch Basti einfach. Ja, komm, Fragen kostet nichts, oder? Basti, Digga. Fragen kostet nichts. Chad, wir machen das jetzt. Chad, wir müssen das jetzt tun, okay? Um welchen Köder geht's? Das kann ich schlecht sagen. Weiß ich nicht. Ich sag hast immer, gesagt? Es ist ein Scam. Ah ja, du hast gesagt. Was genau? Du hast schon gesagt, um welchen Creator es geht, oder? Nee, also das Lustige ist, ich habe es nie so richtig gesagt. Ich finde, jeder, der so ein bisschen aufmerksam ist, checkt es, glaube ich. Aber es gab richtig viele, die immer noch gesagt haben, nee, ich verstehe es nicht. Und das, obwohl eben mein Cutter, warte, da einen ziemlich guten Hint eingebaut hatte, warte. For real? Ja. Yeah. Weiß auch nicht, um wen es geht, aber... Okay, danke mir später. Okay. Das war der Cutter, aber trotzdem hat es anscheinend viele nicht verstanden, den Hint, so, weiß ich nicht. Ey, ich sag so, Chat, ihr dürft nicht vergessen, es wurde letztendlich gecrowdfundet. Das heißt, hier gab es Arten, die gesagt haben, weißt du was, ich möchte, dass du dir das holst. Das heißt, wir geben hierfür gar keinen Cent aus. Haha, wir geben... Ich hab da wirklich keinen Cent von meinem eigenen Geld für ausgegeben. Das heißt, du hast einfach deine Follower bezahlen lassen? Korrekt. Das, wenn du das sagst, in deinen Worten klingt das sehr, sehr, sehr scheiße und sehr frech, aber... Der hat dir Geld ausgegeben. Also, die haben gesagt, weißt du was, ich will, dass du dir das jetzt holst. Eben, ich habe davon keinen Cent bezahlt dadurch, so deswegen. Ja. Aber das war ja deren Idee. Ich hätte ja auch gesagt, ich kaufe mir das nicht. Machen weiter. Okay. Keinen Cent hierfür aus, theoretisch, okay? Es ist ein Team-Pap, ist das. Chat, was sagt ihr? $200, man bekommt $500 Content, der wert ist, obendrauf. Und es ist irgendwie ein Custom-Video dabei oder sowas. Some other VIP-Exclusive-Content. I don't show just anybody. VIP-Lifetime-Benefits. Jetzt merkst du auch mein gutes Englisch, ne? So. Ich kann sagen, anybody. Oh, sag du anybody? Nein, jetzt nicht. Doch, jetzt musst du es auch sagen. Jetzt kann ich es nicht sagen. Jetzt sag. Anybody? Okay, was war an meinem so schlimm? Nichts war schlimm. Ich habe nur das gelesen, was dein Cutter dahin geschrieben hat. Ja, aber der versucht mir auch immer scheiße dazustehen zu lassen, weißt du? Anybody? Nein. Bla, anybody? Bla. Custom Request, Daily Freebies. Das ist eine Aktion, die müssen wir fast machen, Chat. Wo bist du gerade, Stegi? Sag mal höher. Ich stehe gerade die ganze Zeit. Ich bin gerade am Shoppen. Oh mein Gott. Digga, Lil Bro ist in seinem Livestream und shoppt ein OnlyFans-Video. Und jetzt im Nachhinein würdest du sagen, das war es nicht wert, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Also wirklich 0000. Aber es war smart, das trotzdem gemacht zu haben, für Content. Mhm. Weiter geht's? Nein. Oh mein Gott. Es war, oh. Wenn du jetzt mit der Person chattest, würdest du bei so einem Telefonservice-Arzt rauskommt, der so die ganze Zeit so mit so horny Typen schreibt. Und ja. My more personal side ist dann so ihr Direct-Assistent oder sowas, weißt du? Ich muss jetzt tun, Bruder. Digga, guck mal, das ist mein TikTok-Screen. Wie findest du ihn? Sehr gut.
Seife schneiden, diesen Slime und ein bisschen hier Subway Surfer. Für jeden Mann ist was dabei. Ja, ist wirklich so, oder? Ja. Ich muss es tun. Würdest du sagen, es ist dumm, wenn ich das mache? Ja. Aber warum? Ja, was heißt dumm? Dumm wäre übertrieben, aber... Es ist fucking so juckt. Ich meine, wenn das deine Lieblings-Creatorin ist und du willst sie ein bisschen supporten, dann du es. Es ist nicht meine Lieblings-Creatorin. Ich will einfach nur herausfinden, ob es das Video gibt. Warte mal, du gibst anderen Creator noch mehr Geld? Nein. Oh mein Gott, Digga. Oder? Ich habe davor noch nie jemandem auf OnlyFans Geld gegeben, ne? Nur nie. Und danach auch nie wieder. Und werde ich auch nicht mehr. Oder? Okay. Nein, ja, hör auf. Nicht deine Lieblings-Creator, aber 200 Euro Dono ist drin. Nein, Lieblings-Creator bist du. Wow, krass. Aber da kam von dir noch keine 200 Euro Donation. Nein, aber ich habe den Countdown gemacht. Ja, das war ziemlich geil. hast recht. Da hättest du mal bezahlen können dafür. Fair. Eben. Oder ich mach das jetzt einfach. Er ist mir jetzt scheißegal. Dein Toxin ist schuld. Sei toxic and make me do it. Willst du bei sowas einfach deine Kreditkarte angeben? Ja. Ja, normal. Ich glaube, Kreditkarte ist auf OnlyFans safe. So eine safe Seite. Ich mache Business-Kreditkarte sogar. Ich werde es wirklich ab. Digga, ey. Du musst dir vorstellen, ich habe ja auch Steuerberater und sowas. Ne? Die sehen ja auch alle das. Also was sagen die dazu? Also denen werde ich es halt auch wahrscheinlich genauso erklären wie dir. Wenn die auch sagen, ja klar, sage ich, nein, es ist wirklich Content gewesen. Es war es halt wirklich. Leute haben den Stream eingeschaltet aufgrund dessen, dass sie wussten, dass ich mir den Scheiß vielleicht hole. Im besten Fall, eventuell. Also im besten Fall ist ja auch passiert. Ja, eben, genau. Okay. Das Finanzamt, Bro. Und dann kommt da so $200-Video oder so, Bro. Digga, die Karte wurde gelöscht. Meine Karte ist gesperrt. Kevin, verfick, meine Karte ist gesperrt, glaube ich. Selbst deine Bank hat keinen Bock, dass du das kaufst. Digga, meine Karte ist gesperrt. Ich soll den Kundenservice kontaktieren. Ja, gut. Irgendwie, ich wollte die Transaktion machen am Handy. Und dann ist jetzt meine Business-Kreditkarte gesperrt. Immer noch gerade. Oh. Wie hat es denn geklappt? Über PayPal? Ja, über PayPal, glaube ich, wirklich. Oder ein anderes Konto. Aber das war halt trotzdem krass. Du musst dir vorstellen, meine Bank dachte, das ist ein Scam. Oder dass ich halt irgendwie gehackt wurde. Und weil das halt... Die solche Transaktionen noch nicht von dir gewöhnt normalerweise. Ja, eben, genau. Ich glaube, die sind diese Transaktion von keinem Kunden bei der seriösen Bank dort gewöhnt, wahrscheinlich bei dem Business-Konto, also Geschäftskonto. Stegi, ich habe jetzt eine ganz wichtige Frage an dich. Ja? Was ist Countdown? Ich mache Video weiter. Du musst auch sagen, ja, wenn du ins Bett möchtest und so, ne? Also, weil es ist schon auch spät, je nachdem. Weiß ich, was du... Easy, let's go, lass uns Video angucken. Okay. Good luck. Nicht good luck. What the fuck? Die denken, ist gehackt bei so einer Scheiße, die du kaufst. Und Fun Fact, die ist immer noch gesperrt. Und das Problem ist halt, beim Steuerberater ist mir das egal, weil die ja wirklich verstehen, was ich mache oder was mein Content ist, sodass das halt wirklich sein kann. Problem ist aber, mir wird es eher unangenehm, bei der Bank anzurufen. Weißt du, weil... Stimmt. Dann sehen die dann das so OnlyFans-Überweisung. Und dann denken die, dass mir das unangenehm ist. Dabei bin ich ganz ehrlich, mir ist das alles völlig egal. So, weil, weiß nicht, das ist, ich bin alt genug. Aber so. Glaubst du, das geht ernsthaft, dass du das einfach absetzen lässt, weil du das, weil du damit Content kreiert hast? Das geht wirklich? Das geht zu 100%, ja. Hast du schon öfter gemacht, deswegen weißt du das ganz genau. das nicht. Nee, aber natürlich kannst du das absetzen, weil, und es ist ja auch wirklich so, Mann, es ist so, wie soll ich das erklären? Bei Twitch ist es schon relevant, dass du als Persona irgendwas gemacht hast, irgendwas an dir besonders ist. Bei dir sind es zum Beispiel eben dein USP sofort ein Wiedererkennungswert, die Haare. Das ist das. Hey, stell dir mal vor, du musst jetzt selbst zugeben, je mehr Besonderheiten man von dir nimmt, desto weniger auffällig wirst du, desto mehr Durchschnitt bist du. Und desto weniger wirst du wahrscheinlich auf Plattform auffallen. Und ich finde, das gleiche ist halt sowas bei Content. Wenn ich das jetzt nicht gekauft hätte, wenn ich jetzt einfach an dem Tag einfach Minecraft gespielt hätte, dann hätten wir jetzt zum Beispiel in der Sekunde nicht eine halbe Stunde darüber reden können, sondern dann hätte ich halt gesagt, ja, ich spiele mein ganzes Leben, spiele ich nur Minecraft einfach. Marketing-Genie. Es ist halt wirklich Marketing, ja. Machen wir weiter. Nicht so, ey. Video, Bro, what the fuck, er kauft für 200 Euro. Die muss gehackt sein. Leider gab es Probleme. Ja, ich kann es euch zeigen. Ich bin am Arsch, ich bin so am Arsch. Oh mein Gott. Oh, also ich glaube echt, das sollte einfach Schutz sein, weil die dachten, ich bin gehackt, oder? Also es geht mir schon lange nicht mehr um das Video. For real nicht, for real nicht, for real nicht, for real, for real nicht. Es geht mir darum, gibt es das Video oder gibt es das nicht? Ich würde das Video sofort löschen, wenn ich sehe, dass es das gibt. Es ist for real für Content, Chat. Du rechtfertigst dich ja nicht nur jetzt hier, sondern rechtfertigst dich auch. Ja, weil... weil halt... Oh mein Gott. Aber ich glaube, vor dir habe ich mich trotzdem schon häufiger rechtfertigt oder müssen. Weil du aber auch danach... explizit nachgehakt hast. Nein, du musst dich nicht von mir rechtfertigen. Bro, ich schreib rein. Was soll ich schreiben? Ist es Action already over. Und trauriger Smiley. Wir machen traurigen Smiley dazu. Das ist gut. Das ist perfekt. Aktion heißt nicht Action. Dann steht. Was denn? Was denn? Das war Troll. Also,
Wie bitte? Weiter geht's. Nein, 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 ich kann jetzt nicht einfach weitermachen nach dem Auslachen. Ich muss mich rechtfertigen. Im Is this action already off? Also, das ist, ich habe da, also bei allen Nachrichten habe ich halt auch reingetrollt. Jetzt for real, auch hier wieder. Okay, sie schreibt. Ich klitzekleine Frage. Denkt ihr, sie schreibt dann nein? Auf gar keinen Fall, oder? Ich schreibe mit irgendeinem komischen Atzen in so einem, weiß nicht, Callcenter oder so, oder? Ich habe genau das gleiche gesagt. An. Was passiert, wenn man den jetzt so unsextet? Muss er denn das so mitschreiben die ganze Zeit? Oh, sie hat geschrieben. Also, vom Ding her, sie. Achtung, Chat, we are in. No, it's not. You could still unlock it and get access to VIP. Herz. Ich hätte dir sogar ein Herz geschickt. Oder? Okay, ja. Das ist strong, das ist strong. Sie sagt, das ist noch drin. Ich schreibe, with extra free video for making it in time. Okay. Oh, sie hat geschrieben. Digga, niemals schreibt sie das doch. Kann jemand mal ausrechnen, wie viel Uhr ist es so in Amerika? Okay. Ja, Amerika ist halt groß, wa? Das ist aber niemals. Also ich bin mir auch eigentlich hundertprozentig sicher, dass sie das nicht schreibt. 200%, das war auch eher so. Ja, wirklich. Das kann, glaube ich, gar nicht sein. Eben, weil dieser Account ist halt permanent online. Dem kann man permanent, kann man dem schreiben, sozusagen. Und das ist eine sehr große Creatorin, die sehr viel Cash damit macht. So, da werden echt viele Typen sitzen, glaube ich, die halt da arbeiten. Mit 46-jährigem Joachim schreibe ich. Scheiße. Aber das macht halt noch viel lustiger, die bei der Gedanken, Geschichte. Dass dort irgendjemand sitzt, der das jetzt für sich schreiben muss. Digga, das ist so, so, so funny eigentlich. Aber auch ein bisschen gottlos, weil der halt dafür bezahlt wird, dass der jetzt so horny Atzen. Oh, guck mal hier. Ja, ja, perfekt. Digga, ist das gottlos alles. Es ist so scheiße. Wir gucken. Achtung. Pass auf. Wir schreiben mit irgendeinem Mitarbeiter wahrscheinlich. No, it's not. You could still unlock it with extra free video for making it in time. Das wurde oben versprochen. I could do that for you. Nur für mich. Nur für dich. Chat, wir gehen rein. Ich bezahle die Scheiße. Chat, ich klicke bezahlen. 3, 2, 1. Ich trau mich nicht. Doch, wir klicken. Ey. Ist wahrscheinlich, es ist für einen guten Zweck. Auch hier an alle. Mama, Papa, wenn ihr das seht. Es ist für einen die Wissenschaft. Chat-Transaktion läuft. Wir haben's. Wir haben es. Wir sind jetzt VIP, glaube ich. Es hat sich nichts geändert. Gar nichts. Oder? Ich check aber auch die App nicht. Ich schreibe einfach, okay? Hey, I subscribe for VIP now. Okay, sie schreibt. Digga, das ist so dumm. Sie kann doch nicht die ganze Zeit auch da sein. Ist doch logisch, dass da irgendwie... Oh, okay, wir haben Antwort. What's your name so I can add you to the list? Aber ich habe ja immer direkt geantwortet. Das ist schon mal vorbildlich, oder? Sehr vorbildlich. Vorbildlich. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. But would you like me to call me Shaggy? Aber auch mit Sonnenbrille. Ist gut? Ja, jemand schreibt in die Kommentare, die lange antwortest du nicht. Da sieht man mal wieder. Ja, ja, okay, aber bei dir habe ich ja auch nicht 200 Euro bezahlt. Ja, weißt du? true. Ist für dich vielleicht ärgerlich, aber für mich ist gut. Ja, ja. Du schickst jetzt gleich deinen PayPal-Link hier einfach rein. Hier kannst du, hier, wenn du nochmal schreiben möchtest. Oh, okay. Oh, wir haben es bekommen. Oh mein Gott. Okay, es ist anscheinend ein Video. Ich habe nur nichts angeklickt, Chat, okay? Ich habe ein Video bekommen. Ich lese schon mal vor. Welcome to VIP, Stegi. I'm happy you finally decided to join. Let me know how these videos make you feel. Was soll ich machen? Lass es dich bewerten, ohne es anzugucken. Wir schreiben. Ich hab die nicht angeguckt zu dem Zeitpunkt. Ich habe das bekommen, weil ich ja auch onstream war. Das wäre halt über weird und alles gewesen. Ich habe ja, wie gesagt, es ging ja nicht darum, dass ich die Videos habe, sondern ja. How freaking hot. Digga. Und ich habe jetzt einfach dem Typen geantwortet, ohne das anzugucken. Weißt du? Ich lieb's, wie du davon ausgehst, dass das ein Typ ist. Ja, hä, aber ist doch auch so. Du sagst, ich habe dem Typen geantwortet. Also der Plan ist jetzt gedriftet. Ist ein bisschen weird so, aber den halt so ein bisschen auf horny anzuschreiben, weißt du? Das war dann der Punkt. Und du wusstest, ich bin einfach gespannt, ob der da jetzt mitmacht, weil er halt mitmachen muss, weil man halt Geld bezahlt hat oder was da jetzt passiert und so. Where can I find the rest? Das ist so komisch, mit dem zu schauen. Das ist ganz, ganz falsch. Join VIP Bundle. Das ist ganz just falsch. For education. Das heißt anders, ne? For educational purpose only oder sowas. Scheiß drauf. Hast du noch irgendwas geschrieben? Weil das Einzige, was ich sehe, ist, what would you like me to call you? Ja, das Problem ist, ich kann geht es weiter? Ja, das kommt, also das, was ich jetzt gesagt habe, ich habe das nur am Handy halt geschrieben, da habe ich immer den Screenshot drüber geschickt. Pass auf. Einfach. Die darf auch checken, dass ich 14 bin. Wir pranken zurück, ist mir doch scheißegal alles. Oh, sie schreibt schon. Okay, da muss ich jetzt aufpassen wegen Zensieren. Oh mein Gott. Ich habe noch nichts angeguckt, Chat. 400 Euro Prank, du nimmst die so hops gerade. Ach, fickt euch, Digga. Ist doch egal, Chat, Digga. Das ist ein Ach, jetzt check ohne Scheiß. Was? Jetzt check ich, warum die Leute in den Chat schreiben, korrekt, dass du mir das Video hast zukommen lassen, Stegi. Du magst deine Community wirklich.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, so, hä, welches Video, aber okay. Du magst deine Community sehr, das ist schön. Liga am Samstag, und müsst dafür auch irgendwie das Zone euch bezahlen, checkt ihr? Und ich bezahle was anderes und dann mache ich daraus halt Content. Also jetzt for real, ich finde, der Vergleich hinkt nicht. Finanzamt, der Vergleich hinkt nicht. Ich sehe nur ein Thumbnail, sehe ich. Und der Thumbnail, es ist halt einfach angezogen. Nee, es ist ein Bikini. Wir machen weiter. Ja, das ist perfekt. Welcome to VIP, Stegi. I'm happy you finally decided to join. Let me know how these videos make you feel. These videos are freaking hot. Ist gut oder nicht? Bro, es ist super. Lach nicht, das ist mir so unangenehm. Oh mein Gott. Scheiße. Flirten kannst du. Nicht so gut. Nicht? Warum? Bitte geht's. Super smart. Where can I find the rest of the content I unlocked with this Join VIP bundle just for education? Well, I could send you more of the naughty nude VIP content if that's something you're interested in. Was würdet ihr sagen? Auf jeden Fall, oder? Moment! Ihr denkt, jetzt kommt die nächste Paywall? Ich habe ja nur das eine Video. Jetzt kommt die nächste Paywall! Nach 200 Euro kommt jetzt die nächste Paywall? No way! Wundert dich eben irgendwie 100 Videos versprochen oder so ein Shit? Ich schreibe einfach. That sounds really interesting. Hihi. Ich mach hihi. Kannst du so taktlos oder so schlecht? Nein, ich provoziere dich doch nur ein bisschen. Mm-hmm. Nee, weil der, also, um dann mich zu verteidigen, er hat bodenlos extra geschrieben, um das halt so, dass es so weird ist. Wie gesagt, ich habe das Video nicht mal gesehen. Ja. Peter Giesel, der OnlyFans-Seite. For real, Chat. Die nee, zu dick, nee, zu dünn. Mm-mm, keine schwarzen Haare. Zu kurz die Haare. Woran erkennen Sie Singles in der U-Bahn? Wir haben Antwort. No fucking way! Oh mein Gott! Das heißt, du hast zwei Wörter mit der gewechselt und musst es dann nochmal neu zahlen, oder wie? Ja, und hier, das war das, was ich dir erzählt habe. Ich glaube, das hier sind die Fotos. Die Ironie war, mir wurden irgendwie so 500 Euro oder sowas an Content versprochen oder sowas. Und na klar, ich kann nicht bewerten, was ihr Content wert ist, so. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber es waren halt 38 Mal das gleiche Bild. Okay, also, ja, das ist nicht so. Was heißt das gleiche? Das ist so, wie wenn du eine Kamera auf diesem Schatten Effekt machst. Also wenn du gedrückt hältst, so viele Fotos gemacht werden, ne? Okay, ja. Und so war das. Das war halt alles das Gleiche. Haben sich diese 200 Euro wenigstens für dieses eine Bild gelohnt? Nein, also, nein. Du hast kurz gezögert. Nein, weil ich gar nicht bewerten möchte, weil ich ja das Bild jetzt auch gar nicht haben wollte vom Ding her. Weißt du? Ja, sure. Oh. Es hat sich nicht gelohnt, nee. Also es hat sich gar nicht, diese ganze Aktion hat sich von dieser Seite aus überhaupt nicht gelohnt, nee. Just for education. Well, I could send you more of the naughty nude VIP content. Is that something? Ja, das habe ich. Oh mein Gott. Was würdet ihr sagen? Auf jeden Fall, oder? Moment, ihr denkt, jetzt kommt die nächste Paywall? Nach 200 Euro kommt jetzt die nächste Paywall? No way. Wundert dich eben irgendwie 100 Videos versprochen oder so ein Shit? Ich schreibe einfach. That sounds really interesting. Hihi. Ich mach hihi. Ich bin der Peter Giesel. OnlyFans-Seite. Hihi ist aber gut, oder? Ich finde, Hihi ist ein guter Flirter. Hast du dir von Hihi warte? Nein, also Hihi macht halt so peinlich. Sie macht halt so. Oh mein Gott. Hihi ist schon strong. Ich zeig's euch jetzt. Oh mein Gott. Oh, there is no free stuff. Wir machen lieber so. Richtig sad. Sogar fast erbärmlich, weil ich so keinen Groschen mehr habe, weißt du? Ich habe gar nichts mehr. Ich sitze ohne alles da, Haus verkauft, alles weg. Kurze Frage, das war's? Es gibt nicht mehr, hallo? Das war, so wollte ich wirken. Oha! Bewertet ihr mal von 1 bis 10. Wie schlimm findet ihr? Es ist schon ein bisschen vorwurfsvoll zu schreiben, oh, there's no more free stuff. Nee, aber wobei, das ist mein gutes Recht. Es ist doch mein gutes Recht, oder? Okay. Das ist der beste Satz von dem gesamten Video. There's no more free stuff. Aber selbst der Free Stuff ist ja nicht mal free, sondern Free Stuff for VIP. Das heißt, Damn. Free for 200 Euro. Du hast ja schon 200 Euro gezahlt, um drei Wörter mit ihr zu wechseln. Scheiße, mit ihm vor allem, nicht mit ihr, weißt du? Das ist ja das. Oh, auch das hier. Das ist halt Copy-Paste, hat der Typ halt... Ich finde, das ist so... Ja, warte. Du musst dir vorstellen, der schreibt halt gleichzeitig noch mit so 15 weiteren Leuten. Ja, eben. Und vor allem auch mit Copy-Paste. So, das ist ein vorgefertigter Satz. Der wird halt einfach so reingeschrieben. So. Vielleicht noch ein Herzchen für dich, weil it's only for you. Ja, weil ich besonders viel bezahlt habe und alle anderen sogar weniger zahlen. Aber ich finde das liest sich auch so super ekelhaft und alles, weißt du? Oh mein Gott. Aber den oberen Text habe ich noch gar nicht durchgelesen. Warte mal. I know you're really going to love. Oh,
Oh. Ja. Merkst du? Und dann kam diese Antwort von dir. Ja, und ich bin halt kalt geblieben. Ich habe gedacht, hör auf. Du dachtest dir so, ich gebe ihr die kalte Schulter, dann schickt sie schon. Ja, er. Ich wollte einfach das er. Er. Ursprünglich drüber nachgedacht. Ich frage nach der Sache. How much? Mama, Papa, macht den Stream einfach aus. Okay, sie hat geschrieben. Oh mein Gott. Oh, wir haben einen Rabatt bekommen. Oh mein Gott. Ich sag, weil wir es sind. Und wie gesagt, sie wurde ja schon ein bisschen toxisch, habe ich eben schon angekündigt. Achtung, zuerst. Ey, Digga, sie ist echt toxisch kurz geworden. Also ich sag, da ist der Mitarbeiter, der irgendwie das Management gerade macht, ist ein bisschen sauer geworden. Okay. Alter, sie wird sauer. Well, it's normally 400, but I could send it to you for 50% off if you would like. 400! Digga, ich kann nicht mehr. Ist das dumm. Also jetzt ist eigentlich egal. Ja, und vor allem das zweite Video, also das Video, um das es primär ging, das wurde damals auf Twitter angekündigt, das hat 400 Euro laut ihn nochmal on top gekostet, ne? Aber schau mal, was für ein Ehrenmann das ist, dass er dir das für 50% weniger angeboten hat. Ja, das stimmt. Ein Schnäppchen. Ja, stimmt, Schnäppchen, du hast recht. Jetzt, wo du es sagst, soll ich nochmal kaufen gehen? Ich kann weiter shoppen, wenn du... Ja, klar. Ich habe eine Idee. Lass uns schreiben, I have to think about it, but I'm really interested. Und jetzt schreibe ich, random question, but could you count from 10 down to 0 in chat maybe? Und da ist dann auch so dieses Countdown-Ding nochmal entstanden, weißt du? Das war dann nach TikTok und dann war das tatsächlich der Gag daran. Verstehe. Die scheiß Affen-Emoji. Digga, ich hoffe, dass jetzt irgendein Mitarbeiter sich einfach nur denkt, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Was? I have to rethink about it, but I'm really interested. Random question, but could you count from 10 down to 0? Chat, maybe. hat er das gemacht? Werden wir gleich sehen. Okay, ich bin gespannt. Wie findest du Affen-Smileys, die Affen-Smiley-Nutzung? Passt die? Zu dem Kontext schon. Ich find's funny, oder? Das ist okay. Genauso wie Hihi. Ja, eben, ja, das ist, Alter, das ist Checks ist krass. For real. Das ist genau der gleiche Vibe, oder? Hihi, hoho, ist so genau das gleiche. Das heißt, du hättest auch okay schreiben können. Ja, war ich auch kurz davor. Okay ist genau das gleiche. Oh mein Gott. Okay. Also, warte, okay. Wir machen weiter. We have a deal. Einfach auf dem Bazar hast du dir das so geklärt. Ja, aber es hat sich ja auch so angefühlt. Ich frage mich, wie doll ich hätte runtergehen können, bis ich... Du hättest noch ein bisschen verhandeln müssen. Wirklich, oder? Ja, also die türkischen Gene in mir, die sehen da, dass da noch mehr Platz ist. Da ist noch mehr Platz nach oben. Es hätte easy so, wir hätten es für 15 bekommen. Oh, nächstes Mal musst du mitmachen, okay? Nächstes Mal verhandelst du dann. Ich schick dich so vor, quatsch du mit denen. Du tauschst auch auf einmal so, okay, was könntest du ihm geben? Ich sag, ja, ich weiß nicht, ich könnte... Das geht in eine ganz falsche Richtung jetzt. Scheiße. Ja. Ich bin echt gespannt. Okay. Hier, $150. Es ist 3 plus Minuten. Wir müssen es tun. Das ist eine Masche, das ist keine Masche. Ich resell es danach. Oh mein Gott, ich bin nicht dumm. Ich mache danach mein eigenes OnlyFans. Ich resell das. Ich mache Trade-up hoch zum Porsche. Du machst danach dein eigenes OnlyFans? Ja. Wie viel kostet das bei dir? Ja, ich kann ihr darf nicht verkaufen. Ich glaube, es wird teuer. Oder meinst du mit meinem eigenen Content? Ich dachte, deinen eigenen Content. Boah, der ist teuer, sag ich dir. Ich kenne meinen Preis, weißt du? Ich kenne ihn. Ich mache Premium-Stuff nur. Digga, dieser fucking Mitarbeiter. Der denkt sich halt auch so, warum zahlt er jetzt so viel Geld, damit ich da runterzähle? Was hat der für Probleme? Der denkt einfach nur ans Geld. Dem ist ja alles egal. Oh mein Gott! Pass auf. No way, ich kann das alles nicht mehr. Digga, wenn ihr das seht, Digga, das ist nicht, das kann nicht sein. Nein. Es passiert so viel in diesem Video. Auf der einen Seite ist ein Spiel. In der Mitte ist Schleim, dann ist Seife. In der Mitte ist noch so Heißluftballon. Daneben ist der Chat. Ich weiß gar nicht, auf was ich mich konzentrieren soll. Guck mal, pass auf, was passiert ist. Was fällt dir auf? 10, 8, 7, 6, 4. Oh! Er hat die 5 vergessen. Wie Geld und er hat die 5 vergessen. Ich zahle 400 Euro und er schreibt keine 5. Ja, dann hättest du echt dein Geld zurückverlangen müssen eigentlich. Eigentlich halt wirklich, ne? Oh Mann. Hast du nicht gefragt? Nee, pass auf, was ich schreibe gleich. You are so crazy. Du hast die 5 vergessen. I hope I made you a lot. Yes, natürlich, but you forgot the number 5. Natürlich. Yes, natürlich. Scheiße, ey. Alles daran war scheiße. Oh
Oh mein Gott. Das wäre so lustig, wenn du da noch ein Hihi dran gehangen hättest. Ja. You're right. Achtung, das ist der beste Hihi-Moment. Sie oder er dann geschrieben, ich habe es nicht vergessen. Und dann, wie ich eingeknickt bin. You're right. I can see it too. My stupid phone. Man sieht halt, dass es die 5, die fehlt halt einfach. Aber ich hätte einfach gedacht, ja, was mache ich jetzt? Ah ja, stimmt. Nee, du hast recht. Sorry, ich bin ja so ein Schussel. Es tut mir so leid. Oh, ich habe es ja gar nicht gemerkt. Oh, hups. Sorry, ich bin so doof. You're right. Now I can see it too. My stupid phone. Hihi. Wo ist das Hihi? Ja, ich finde, hier ist dieser Smiley ist vergleichbar mit Hihi. So dieses... Nein, da hättest du den nehmen müssen, der so nach oben guckt. Einfach... Der Süße, wo man diese Hände noch dazu macht. Ach so, Bleeding Face. Ah, ja. Ach so, ja. Oh mein Gott, ja, okay, der ist unterwürfig. Ja, okay. Das wäre so gut gewesen. Ja, okay, was? Stimmt. Digga, dass du aber auch das kennst, du bist ja richtig weird einfach. Hä? Digga, warum kennst du sowas? Ich habe das halt schon öfters mal gesehen, dass Leute das so getextet haben oder auch auf TikTok oder so. Ich lebe ja nicht hinter dem Mond. Ja, aber trotzdem so. Digga. Das hätte dem Ganzen noch dieses gewisse Etwas verliehen. Ja. Dieses gewisse Etwas mehr Cringe. Du musst es nächstes Mal schreiben. Ja, ich übernehme das Text. Ne? Dieser Moment, wenn du einem Girl deine OnlyFans-Story erzählst und sie dann weird ist.